Die Mission Impossible für Verstehen Sie Spaß? Das Auto am Abgrund. Unser Auftrag, den größten Hochzeitsstreich des Jahres 2022 inszenieren. Tja, und an dem Auftrag sind wir am Ende dann wohl grandios gescheitert. Obwohl, eigentlich sind wir unschuldig. Das Auto gehört nämlich den beiden hier und die zwei sind schlicht hardcore. Martina und Andreas. Das ist ein Pärchen. Also die zwei haben nicht nur einander, sondern auch einen richtig fiesen Streich verdient. Finden übrigens alle hier, außer den beiden natürlich. Ein klein bisschen Background zum Verständnis. Überraschungen für die Hochzeitsnacht sind ja deutschlandweit ziemlich beliebt. Martina und Andreas waren da immer ganz vorne mit dabei, bis sie irgendwann selbst mal dran gewesen wären. Nach ihrer standesamtlichen Trauung haben die zwei die Türschlösser ausgetauscht und den Freunden auch noch unverschämte Spottbriefchen geschrieben. Und jetzt, nach der kirchlichen Hochzeit, ein halbes Jahr später, war sie dann da, die Chance für die Rache. Am Abend wurde kräftig gefeiert und noch kräftiger getankt. Und während die meisten am nächsten Morgen sich schon wieder das erste Tässchen Sekt gönnen, bereiten Johannes und Ben am Steinbruch unsere Aktion vor. Es sollte so aussehen, als hätten die zwei in der Nacht betrunken nicht die Braut, sondern ihr Auto entführt und es dann mal so richtig beschissen eingeparkt. Hier oben am Abhang des Steinbruchs. Guter Plan eigentlich. So, und dann kommt Johannes, scheinbar zerknirscht und mit Alkoholfähnchen zum Frühstück. Guten Morgen. Um genau das den beiden zu gestehen. Können Sie kurz mitkommen? Können Sie kurz mitkommen? Kannst du fahren überhaupt? Soll ich fahren? Wir können, ja. Ich bin letzte Woche auch gefahren. Dürfen, keine Ahnung. Ist okay. Egal. Wo drückt der Schuh? Wir haben heute Nacht euer Auto entwendet. Unser Auto? Und das heißt? Wir fahren jetzt an einen Steinbruch. An einen Steinbruch. Wir fahren jetzt nicht an einen Steinbruch. Doch. Da ist euer Auto. Okay, die zwei rechnen mit einem Hochzeitsscherz. Aber damit kann doch eigentlich keiner rechnen. Das ist da oben. Höhö, der ist da oben. Ist das alles? Klingt auch nicht gerade geschockt. Sind die zwei so cool oder haben die so viel Restalkohol? Sie gucken noch mal. Das Problem ist, was machen wir da jetzt? Das ist eine gute Frage. Sie gucken noch mal und finden es vor allem lustig. Gut, so kriegen wir sie nicht. Also machen wir ein bisschen Druck. Hey, jetzt kommt der Auto. Wir schicken einen Steinbruch-Mitarbeiter vorbei. Leck's mir am Arsch. Ja, von wegen leck's mir am Arsch. Den beiden geht einfach alles am Arsch vorbei. Bussi ist wichtiger. Hallo, hier spielt die Musik. Hallo? Hey! Was machen Sie hier? Was Sie hier machen, das ist Privatgelände. Wie echt? Haben wir kein Schild gesehen. Anziehen. Tom zwingt jetzt alle Sicherheitswesten anzuziehen. Das gehört für uns zum guten Ton. Und er will natürlich vor allem eins wissen. Wem gehört das Auto? Den beiden. Ihr Fahrzeugtyp, Ihre Farbe, Ihr Nummernschild. Alles passt. Aber Martina will es einfach nicht wahrhaben. Wessen Auto ist das da oben? Unseres nicht. Wieso sagen die beiden, ist es ihr Auto und sie sagen, ist es nicht ihr Auto? Weil das dunkelblau ist. Das. Wie bitte? Dunkelblau? Meine Vermutung, der Alkohol drückt bei ihr immer noch auf die Pupille. Ich möchte wissen, wem das Auto gehört und ich möchte vor allem wissen, wie das Auto da oben hinkommt. Das Einzige, was Martina tatsächlich erkennen kann, ist... Der steht schon sehr auf Kante. Ja, wie unser ganzer Film. So wird es offensichtlich nichts. Wir legen noch mal nach. Jetzt kommt die Polizei. Na, nicht nur die Polizei, wir schicken gleich die komplette Kavallerie. Beeindruckt die zwei aber überhaupt nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Also fast überhaupt nicht. Wem gehört das Auto? Wer ist der Halter oder der Fahrzeughalter, wollen Sie wissen? Stell ich hier die Fragen oder stellen Sie die Fragen? Wem gehört das Auto? Elfriede ist schön. Und wer fährt mit dem Auto? Meine Wenigkeit. Sie? Ja. Jetzt möchte ich einfach wissen, was ist da los? Erklären Sie mir mal was. Wir haben gestern geheiratet. Ganz schön lang.
Und schön dann war's. Passieren solche Sachen. Hallo! Hilfe! So, und Hilfe! Jetzt wird der Dramafaktor noch mal erhöht. Hilfe! Holt mich hier raus! Hilfe! Da oben ist einer! Einer von Bennys Komplizen hat anscheinend im Auto seinen Rausch ausgeschlafen. Jetzt bleibt da oben drin sitzen! Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Der muss irgendwie gerettet werden. Und was könnte da helfen? Ja klar, ein Bussi. Und ein Helikopter vielleicht. Aber den Heli finden die zwei dann, logisch, auch wieder nur lustig. Herrschaften, Herrschaften, jetzt ist Schluss hier. Ja? Vorhin war es nur lustig, jetzt sind wir immer lustig. Haben wir uns verstanden jetzt? Wir kennen es echt, Grenze ja? Nicht. Gott sei Dank. Okay. Nach dem Anschiss ein kleines Luftbusserl für Martina. Und oben wird derweil Peter von unseren Spezialkräften gerettet. Ja, ist draußen. Gut. Helikopter und Feuerwehr rücken ab. Den Rest müssen unsere Firebeaster jetzt allein geregelt kriegen. Andreas, hörst du mich? Klar und deutlich. Wir werden versuchen, ob wir das Auto hochziehen können, weil es hängt ja an unserer Seilwinde dran. Da muss irgendwas ein Sicherungskasten sein. Seht ihr den? Ja. Geh mal bitte zu dem grünen Kasten nach vorne. Unterwegs. Da müsste eine Schalterreihe drin sein. Und da steht FI-Schutzschalter dran. Hast du das? FI-Schutzschalter vorhanden. Den mittleren Schalter, den musst du drücken. Mittlere Schalter 3 hochmachen. Korrekt. Das war wohl der falsche. Den Zweier! Und das ist jetzt die ganze Reaktion der beiden? Der ganze Aufwand für diesen einen blöden Blick? Was ist bei euch oben schiefgelaufen? Nee, hier oben ist mal gar nicht schiefgelaufen. Ehrlich gesagt, aber eigentlich alles. Ich würde sagen, Mission Impossible erfolglos abgeschlossen. Muss ich jetzt noch einen Schalter hochtun? Nee. Machst du einfach gar nichts mehr, bitte. Einfach gar nichts mehr machen. Das kann ich gut. Und wir geben dann einfach mal auf und schicken die Hochzeitsgäste mit dem Einsatzwagen in den Steinbruch zur Auflösung. Willkommen bei Verstehen Spaß. Obwohl, einen kleinen haben wir noch für die zwei. Und das wird ein Wirkungstreffer. Ganz abgesehen, aber jetzt ernsthaft, ja? Das ist euer Auto, ne? Das ist euer Auto. Also ich habe es hin oder her, aber es ist trotzdem euer Auto. Eigentlich solltest du den Kasten betätigen und dann sollte sich das Auto wieder nach oben ziehen mit der Seilwinde. Aber es hat nicht geklappt. Es war so scheiße festgemacht und es braucht ein neues. Es braucht wirklich neu. Mir tut's leid. Na also, Martina guckt endlich mal blöd aus der Wäsche. Halt, stopp! Der Vollständigkeit halber. Ich find's ja fast schade, aber die zwei brauchen wohl doch kein neues Auto. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.